Okay, dann hier bei Numemon. Gib mir dein Zeug. Mit Zeug meine ich das mobile Klo. Und dann... Ja, holen wir erstmal das hier. Und dann fliegen wir die Felder, falls nötig. Okay, die sind nicht nötig zu pflügen. Dann würde ich erstmal ins Training, in den Trainingsraum gehen. Und gucken wir nochmal, was Lilimon so alles braucht. Okay, das sieht schon mal gut aus für ein Sakuyamon. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Und wir haben nur für Sakuyamon Sachen. Also die Stärke ist schon bei 1100. Das muss bei den Kämpfen passiert sein. Ja, ich trainiere mal eine Runde. Ach scheiße, die waren dann. Ich wollte sowieso nicht richtig trainieren, sondern ich wollte... Wir können uns mal kurz ausruhen, damit die später nicht erschöpft sind. Dann können wir nämlich nochmal rausgehen. Okay. Nämlich genau das wollte ich. Das war mein Plan. Rosemon Ausdauer. Dann gehen wir nochmal hier auf den Pott. Ich wollte eigentlich nicht nochmal trainieren, aber da wir jetzt die Ausdauer haben, will ich das nochmal schnell nachgucken, ob wir da irgendwie was brauchen. 1100, wie viel hast du an Ausdauer? 844. Du kannst auch deine Ausdauer ein bisschen trainieren, oder? Nee, du trainierst weiter in deine Stärke, würde ich sagen. Weil bei allem anderen bist du eigentlich gut dabei, aber du kannst natürlich deine Ausdauer ausarbeiten, weil das ist ein bisschen kacke, was du hast, Lilimon. Mir ist eigentlich Wurst, ob ich einen Sakuyamon oder einen Rosemon kriege, Hauptsache Mega-Level. Ich mach noch bis 1100, das dürfte ja ziemlich flott gehen bei 40 Punkten ungefähr pro Übung. Ja. Deswegen mache ich das mal schnell. Hier, Fleischbrocken. Pokémon, gib mir dein Zeug. Training time. Schnell ausruhen. You're getting stronger. Warte noch einmal. Wunderherrlich. Wir gehen noch mal kurz raus. Wollt ihr gelobt werden? Natürlich. Nice going. Gut. Sakuyamon Ausdauer. Da gucke ich mal kurz nach. Die haben wir aber gerade trainiert. Die ist auch unwichtig. Aber die für Rosemon war die wichtig. So, dann nehme ich noch mal dein Zeug. Dann gehen wir noch mal schnell zum Lagerhaus. Und dann gehen wir zum Vulkan als nächstes und holen uns Gumdromon. Und dann gehen wir nochmal zurück zum Cup und holen Sudomon. So werden wir es machen. Ich hoffe, beide wollen ohne Kampf mitkommen. Gumdromon ist mir eigentlich sowas von Wurst, ob der kämpfen möchte oder nicht. Weil das ist ein Rookie-Level, würde ich einfach mal behaupten wollen. Ich weiß es natürlich nicht 100%, weil ich Gumdromon eigentlich so gar nicht kenne. Außer von dem Spiel hier. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jemals geholt habe. Hier ist Essen in der Nähe, sagt ihr. Eine Riesenerdbeere. Immer gerne. Irgendwann haben wir genug Geld. Da können wir auch gerne
den Sender mal benutzen, aber ich möchte ja wirklich gern sparen für die Trainingsgeräte. Und nicht die ganze Zeit Geld rauswerfen für den Sender, weil der kostet einfach 1000. Nur für hier den Weg, den wir gerade gegangen sind, der ungefähr eine Minute dauert, 1000 Bit. Ich meine, jetzt wahrscheinlich billiger, weil wir, hier sollen Materialien sein, jetzt wahrscheinlich billiger, da wir gedingselt haben, den Sender verbessert haben. Ich habe vergessen, das Zelt reparieren zu lassen. Wir hätten auch mal nachgucken können, ob wir irgendwie ein Gebäude verbessern könnten. Ja, sollten wir alles nächste Mal machen. Gebäude verbessern und das Zelt reparieren. Okay, dann nehmen wir das hier noch schnell mit. Aber diesmal, wenn wir dann beim Logi-Vulkan sind, dann benutze ich natürlich ein Autopiloten, um wieder zurückzukommen, weil das letztens war einfach eine komplette Kackidee, da keinen zu benutzen. Ich nehme halt nicht jeden Kampf mit, weil so Schwächere wie Geremon brauche ich einfach nicht. Aber wir machen das Garurumon schwarz jetzt platt, weil schwarz ist, ne? Nein, weil es halbwegs eine Herausforderung sein wird, glaube ich. Und das, also wir brauchen ja sowieso Kämpfe für Erfahrungspunkte für das 10er-Level. Habe ich nicht ein 10er-Level-Upgrade bekommen? Also ein Level-Up, besser gesagt, ein Upgrade. Good, that's it. Habt ihr gut gemacht. Für was bekommst du jetzt die Digitationsinfo? Minervamon. Okay. So, dann hier links. Logikvulkan. Ja, wir sind sowieso jetzt an einer Toilette. Das ist eigentlich perfektes Timing. Ich muss mal gerade Kopfhörer richten, weil das tut ein bisschen weh. Ich bin die noch nicht gewohnt, die sind halt neu. Die sehen auch ein bisschen lächerlich aus, wie groß die auf meinem Schädel wirken. Also das ist komisch. Langweilig. Vielleicht sollte ich zurück, aber wenn ich mir recht überlege, woher zum Teufel bist du? Hast du das eben etwa gehört? Was? Ich habe nichts gesagt. Nein. Du willst mehr über den Logikvulkan wissen? Gumdromon? Man sieht ein brennender Berg mit Feuerflüssen. Kein guter Ort für hitzeempfindliche Digimon. Es kommen nicht viele Leute dorthin, daher hat sich diese Taumon-Sekte weiter drinnen niedergelassen. Ich habe auch gehört, dass es dort viele legendäre Digimon von Kriegern bis Drachen gibt. Hör zu, wenn du dir das nicht sicher bist, ob deine Stärke ausreicht, dann mag dich am besten nicht zu weit hinein. Oder bin ich zu voreilig? Willst du mir erst noch etwas sagen? Tsurumon sagt, es tut ihm leid. Das hat mein Meister gesagt, obwohl ich schuld war. Weißt du, letztens hat er mir Pfannkuchen gebacken. Ich wollte meinen Schwanz als Blech verwenden. Da sagte er, deine Werkzeuge sind nicht zum Kochen da, Dumi. Ich war ziemlich wütend, aber mein Meister hatte recht. Der Körper eines Digimon ist seine einzige Waffe im Kampf. Frage mich, ob er mich noch für seinen Schüler hält. Ich werde in die Stadt gehen und dort auf ihn warten. Oh, Gumdromon haben wir jetzt in die Stadt gelockt. Dann würde ich auch abbauen wollen. Autopilot. Gut. Du bist zurück, Takuto. Ich habe gute Neuigkeiten. Gumdromon ist auf Floatien zurückgekehrt. Es ist zum Bauarbeiter gegangen. Momentan ist hier das Selbermachen total angesagt. Wohlstand der Stadt liegt bei 24. Langsam wird es besser. Material in die Stadt. Ins Lager, meine ich. Ich gehe auch. Was wollte ich nochmal machen? Neben. Das hier upgraden. Irgendwas.
So, was ist mit dir los? Hallo Takuta, ich liebe dieses Gebäude. In der Stadt schießen alle möglichen Gebäude aus dem Boden, die der Architekt verbessern kann. Perfekt, oder? Wenn die Zahl der komplett verbesserten Gebäude steigt, gibt es zur Feier ein Geschenk, also tob dich aus. Lagerhaus, Bauarbeiter. Mit Bauarbeiter ist, glaube ich, dieses Gebäude gemeint. Restaurant. Was brauche ich hier noch? Digi-Schneeholz. Da habe ich sogar 3 von. Mit Tril habe ich gar nichts. Das ist mir alles egal. Wir könnten zum Unterhaltungsviertel gehen, weil der Schatzsucher mittlerweile das hat. Ja, mach den Bauarbeiter mal fertig. Ich dachte, das wäre der Architekt, aber egal. Verbesserung begonnen. Danke, Mann. Mach's gut und lass dich mal wieder blicken. Irgendwas wollte ich noch machen. Ich hab's einfach vergessen. Was ist mit dir denn eigentlich hier? Takuto, bereit fürs Angeln? Schau dir das mal an. Weißt du was? Das ist, ich habe einen Angelteich angelegt. Du kannst nun in der Stadt angeln gehen, ganz wie auf dem Land. Komm angeln, wann immer du Lust hast. Es gibt hier bisher aber nur ein paar Fischarten. Okay, man kann hier angeln, wahrscheinlich für gegen Geld, oder? Wie ist das? Das ist ein Angelteich, das ist nur der erste. Wirf die Rute aus. Also hier kann ich einfach angeln, oder was? Also hier könnte ich einfach angeln. Ah, und es gibt wahrscheinlich später größere Angelteiche mit verschiedenen Fischarten. Ja, schlafen könnt ihr gleich. Ich habe was gefunden und es kann sich sehen lassen hier. Das ist eine große Doppeldisk gehalten, die brauche ich glaube ich sogar. Denke mal, mach's gut und lass dich mal wieder blicken. Wer ein Schatzsucher sucht, eine Option aus. Hier, mittlerer Kurs 3 Tage. Ja, Schlafenszeit. Ready? Sleep well. Ich weiß nicht mal, was das andere war. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Stadt bearbeiten wollte. Also die Gebäude bearbeiten wollte. Aber was ich noch machen wollte, weiß ich auch nicht mehr. You hungry? Wir gehen mal hier lang. Kann ich hier lang? Also ich kann nicht direkt... Oder kann ich von hier aus direkt zum Landwirtschaftsviertel? Ich kann hier direkt wieder zurück zum Zentrum. Warte, ich hole noch vom Numemon schnell meine Toiletten. So. Dann hole ich mir das Zeug hier von Koromon. Eine Super Rack-Disk und eine Super Doppeldisk. Ja, Super Doppeldisk kann man gerade bekommen. Und eine Komplettteilungsdisk. Okay. Die bekommen wir, glaube ich, alle von Garudamon. Nach einer Zeit. Fügen wir die Felder. Ich weiß nicht mehr, was ich alles machen wollte. Deswegen gehen wir einfach raus, außerhalb der Stadt. Okay. Auf zu Kap Mod. Und holen wir Tsudomon in die Stadt. Tsudomon will wahrscheinlich kämpfen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir es schaffen. Mit Banjo Leomon und Lilimon. Ich muss immer auf Toilette. Komm. Ja, geh. Okay.
Wir müssen auch noch den Schatz finden für Demi-Devimon. Da müssen wir den anderen Weg wahrscheinlich gehen. Er wird wahrscheinlich irgendwo rumlungern, der Schatz, oder Weigmon wird uns auf uns warten. Warte, hier soll Materialien sein. Ah ja, ich wollte meine ZP benutzen. Hab ich komplett vergessen. Weiß nicht, war das da, was ich in der Stadt machen wollte? Auf jeden Fall wollte ich das machen. Ja, ja, ihr werdet gelobt. Habt ihr gut gemacht. Okay. Die Weisheit von Rosemon. Warte, wir machen noch das hier schnell weg. Das wird Vegimon. Unerherrlich. So. Erstmal Geschichte, Weisheit. Wie viel brauchen wir? 1700. Da sind wir, glaube ich, nicht mal annähernd dran, ne? Wie viel hast du? Okay. Da kommen wir nicht hin. 1700, das ist fast das Doppelte. Das wären nochmal 800 ungefähr. Nein. Was wollte ich hier noch machen? Was ist das hier? Die Effizienz bei der... ja, okay, bla. Stärke die Wirkungsbereich von Wurf-Items. Kampfgeworfene Items fliegen schneller und erreichen wie früher deinen Partner. Okay. Ja, das hätte ich schon gern, das Zeug hier, aber das, ich glaube, das sollten wir später alles machen. Ja, ich glaube, wir sollten erst die Umkehrungsart machen. Das ist, glaube ich, wichtiger als alles andere. Und die Lebenszeit verlängern wäre auch eigentlich ganz wichtig. Dafür brauchen wir aber 15 Punkte. Okay, gib mir dein Zeug, deinen Fakt über Blumen. Der Muskelkosmos steht für riesige Stärke. Diese kräftige Knospe kann praktisch überall blühen. Okay, komm morgen wieder, wenn du immer noch Interesse an Blumen hast. Okay. Da ist was. Soll irgendwas liegen. Und wir holen noch schnell dieses Holz. Sind wir auch mal bald fertig. So, wir gehen diesen Weg. Weil der andere ist mir ein bisschen zu doof. Willst du jetzt mit mir reden? Ich gehe nochmal zu Peldromon. Ob es mir jetzt helfen will. Bei was auch immer. Komm doch her. That's the way. Good hit. You did it. Yeah, keep it up.
What's wrong? Calm down. Warum macht es platt? You did it. Looking good. That's right. Now that's the way. Go. Good hit. Na, Pedoramon, was ist los? Du hast meine Hilfe noch nicht verdient. Wieso? Bei was überhaupt? Was für eine Hilfe und wieso habe ich sie nicht verdient? Kann ich hier was machen? Ne, hier gibt es wahrscheinlich Weikmon nicht. Ah, die Zitrone hole ich mir schnell. Ich versuche aber gar nicht erst da hinten das Metall zu kriegen. Weil das sieht mir zu gefährlich aus. Hier könnte ich angeln. Hier könnte, hätte man auch angeln können für Seadramon, aber ich hatte die Fische ja noch im Lager gehabt, deswegen war das alles kein Problem. Beziehungsweise ein paar Fische hatte ich sogar noch dabei. Hier sollen Materialien sein. Wo? Ah, hier. Säure, Quecksilber, Ionenwasser, Blitzwasser und noch irgendwas. Du hast den nämlich reingedrückt, Lilimon. Das war nicht so geil. Komm. Hauen kaputt. Auch wenn den du anvisierst, den hättest du auch so zerschlagen können. Good, good aim. You did it. That's right. Na ehrlich. So langsam kommen wir hier gut voran. Gut gemacht, ihr beiden. Was für Rosemon? Lilithmon, Minervamon. Lilithmon und Minervamon kann ich, glaube ich, vergessen. Okay. Hier waren noch Sachen zum Einfarmen. Zum Abfarmen. Oder was auch immer. Wie das nennen wir es. Mal gucken, ob die Saberadramon noch Lust auf mich haben. Erstmal zu Tsudomon. Hey Tsudomon. Oh, du hast Gamadramon gesagt, dass es mir leid tut. Der Kerl hatte also auch ein schlechtes Gewissen. Was? Was, er will auf mich in der Stadt warten? Sieh einer an. Er gibt sich also echt Mühe. Du hast ja wohl auch Sorgen gemacht, Kumpel. Tut mir leid, Meister und Lehrling werden bald wieder zusammen sein. Tsudomon hat sich der Stadt angeschlossen. Danke. Das ist nicht geil. Ich hätte X drücken müssen. Okay. Geht ruhig auf Banjo Leomon. Das war doof. Ja, noch nicht bereit. What's wrong? Calm down. You're doing it. Jetzt aber. Setz es ein. Are you looking good? Oder Excel. Wenn ihr wollt, könnt ihr digitieren. Zu Omnimon Swart. Swart ist, glaube ich, holländisch, ne? Und heißt schwarz. Hört sich auf jeden Fall sehr holländisch an. Ob das wirklich holländisch ist, weiß ich gar nicht. Oder niederländisch, tut mir leid.
Komm, haut ihn kaputt. Haut die kaputt. Nice and calm. You did it. Komm. Wunderherrlich. Digicoil und Digibitterling. Das reicht auch erstmal. Was liegt in der Nähe? Hier soll was sein. Ach, da ist so. Wieso auch immer auf einem Steg ein Digisprössling wächst. Ich meine, es ist Pilz. Ne? Pilze wachsen überall. Pilze sind ekelhaft. Here you go. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Sind Pilze ekelhaft. Du kannst noch eins haben. Ready? Okay. Okay, ich kann das nicht tragen. Da wurde wieder das Argument in mich reingeschoben. Good, keep it up. You did it. Yeah. Not good, eh? Nice. Unehrlich. Naja, brauche ich auch nicht unbedingt. Oder habe ich irgendwas, was ich wegwerfen will? Ich weiß nicht, ob das Ionenwasser besser ist. Ah, bittere Nüsse finden wir halt die ganze Zeit. Das Ionenwasser, das müsste ich kaufen, wenn ich davon mehr haben wollen würde. Warte, hier liegt noch ein Apfel. Wieso auch immer hier ein Apfel jetzt liegt. Der Pilz, der, da konnte ich noch eine Erklärung finden, weil Pilz ist ja ekelhaft. Ich meine damit so allgemein Pilz, nicht nur die Pilze, die man so essen tut und so, sondern auch so Schimmelpilz und so. Das wächst ja überall, so ein Zeug. Da ist jemand. Ja, irgendwie in der Kajüte da, aber... Oder kann ich ja mittlerweile hin und da ist Weikmon drinne. Sieht nicht danach aus. Den Apfel lassen wir mal liegen, den kann ich sowieso nicht tragen. Ich finde es cool, dass die Agumon keine Lust mehr auf mich haben. Ich hole noch das Metall da schnell mit. Ich hole das schnell mit. Ich hole das schnell. Jetzt ist die Frage, gehe ich hier einfach durch? Ja, das sind jetzt nicht so die vielen Gegner hier. You did it, just like that. That's right. Good, keep it up. You did it. You're doing it. This'll show 'em. Okay. Hauptsache Lilimon kriegt nicht so viel Schaden. Wunderherrlich. Okay. Oben Rosemon oder Sakuyamon? Sakuyamon, okay. Disziplin. Über 75. Das sieht aber trotzdem sehr gut aus für Sakuyamon. Weiß nur nicht, wie viele Schlüsselpunkte. Also ich brauche 7, aber die habe ich nicht.
Sonst würde das leuchten, ne, wenn ich alle 7 hätte. Ich glaube, wir kriegen kein Mega-Level mit Lilimon. Ich glaube, das wird nichts.